Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du da bist. Ich möchte dir heute einmal zeigen, wie ich mir Designerpapier selber mache. Ich habe ja hier diese Box gemacht zum Geburtstag und dafür möchte ich jetzt noch eine Karte gestalten, indem ich quasi das Muster von diesem Papier, was ich mir heute will es aber auch nicht. Was ich mir hier selber gestempelt habe, auch mit auf die Karte bringe. Und deswegen zeige ich dir einmal, wie du dir passend dann dein eigenes Designerpapier herstellen kannst. Genau, das geht ganz schnell und einfach. Ich lege mir da aber was drunter, damit ich hier auch über den Rand stempeln kann. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen schicker aus, finde ich. Ich nehme dann wieder Zitronenparfait, Blutorange und Limette. So, da ich ja. Wo ist der Stift? Da ist der Stift. Mit dem Stamping Right Marker die Spritzer gemacht habe, lege ich mir den schon mal hier hin. Das habe ich nämlich auf der anderen Box, habe ich das nämlich vergessen. Genau, die Stempel habe ich mir hier schon fertig gemacht. Und zwar haben wir. Hier bleiben. Einmal die großen Blumen in Zitronenparfait, die kleinen in Blutorange und Limette für die Blätter. Und dann gehst du ganz einfach hin und stempelst einfach munter drauf los. Du kannst natürlich auch den zweiten Stempelabdruck mitnutzen. Ich mache das jetzt hier nicht, weil ich möchte das Zitronenparfait schon gerne richtig schön satt in der Farbe haben. So, dann wechsle ich einmal die Stempel. Kann man das ein bisschen, ne, ein bisschen besser dann auch sehen. Und dann einfach die Blätter dazwischen. Und da kannst du dann wirklich ganz individuell, ob du jetzt eine Farbe nimmst, zwei, drei, vier, fünf. Das bleibt dir alles überlassen. Und na, der wollte nicht ganz. Na, da bist du ganz frei in deiner Kreativität. Und genau. Am besten auch den Stempel immer mal wieder drehen, so dass die von allen Seiten quasi genutzt werden. Da kommt noch. Ich habe es aber heute auch. Mir fällt heute alles aus der Hand. Kommen noch ein paar Blätter hin. Na, und immer schön den Stempel dabei drehen. Ich mache es jetzt hier auch so, dass ich hier so ein bisschen über den Rand mitstempel. So. Und hier gleich nochmal. Machen wir hier wieder Blutorange. Und direkt da dran Zitronenparfait. Doch hier wieder so ein bisschen. Ne, da machen wir das Gelbe hin. Na komm. So, ein bisschen grün. Also heute ist es schlimm. So, ich glaube, das reicht jetzt gleich schon für meine Karte. Gut, das bleibt so, das ist auch nicht schlimm. Blätter. Fehlt noch ein bisschen
Ach, ein bisschen Blutorange. Dann hier auch übers Eck. Zack. Und hier hin. Halt, falsche Farbe. Blatt dazwischen. So. Und schon habe ich passend für meine Karte das Muster übernommen. Jetzt kommen da noch die schönen Spritzer drauf. Dazu mache ich mir aber erstmal schön die anderen Stempelkissen zu. Und dann nimmst du dir einfach die Pinselspitze von dem Bright Marker und ziehst die so ein bisschen, ich hoffe, das sieht man jetzt, bin gleich auch wieder gestempelt, besprenkelt, nicht bestempelt, einfach so ein bisschen, zack, zack, so, da noch ein bisschen. Das reicht mir schon. Genau. Und schon ist das Designerpapier passend fertig. Ich mache die Karte jetzt fertig, dann zeige ich dir einmal das Ergebnis und bin gespannt, was du dazu sagst. So, ich bin fertig. Ich habe jetzt hier noch ein ganzes großes Stück sogar vom Papier übrig. Das ist ja das kleine Geschenk, wo das Geld reinkommt. Und tada, hier ist die Karte. Genau, ich habe mir jetzt nur ein kleines Stück daraus geschnitten, also von dem Designerpapier abgeschnitten. Habe nochmal hier auf dem Limettengrün mit Zitronenparfait die 40 abgestempelt, damit die nicht so präsent ist. Und auch hier nochmal, wie auch hier, die 40 ausgeschnitten und das zum Geburtstag. Genau, noch ein paar Schmetterlinge dazu und fertig ist die Karte. Beschrieben ist er auch schon, kann jetzt also direkt eingetütet werden. Und dann geht es gleich zum Geburtstag. Ich bin echt gespannt, wie das Geburtstagskind sie findet. Und mich würde natürlich auch interessieren, wie du das findest. Wusstest du, dass man so einfach sein eigenes Designerpapier machen kann? Lass mir gerne einen Kommentar da, ob du das wusstest. Und ich hoffe, ich konnte dich wieder ein bisschen inspirieren. Freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald!